Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Chibi Let's Play mit Final Fantasy 4. Und im letzten Part ist wieder sehr viel passiert. Wir konnten hier in Schloss Fabul immerhin den Mönchen etwas helfen. Wir konnten ihnen zur Seite stehen, als die Rotschwingen vom Baron einfielen. Aber leider waren wir nicht stark genug. Golbes und Kain haben sich den Kristall genommen. Und noch dazu ist Cecils Geliebte Rosa verschleppt. Nun müssen wir sie retten. Und dazu hat uns der König von Fabul ein Schiff gegeben. Viel Glück! Passt auf euch auf und tretet denen kräftig in den Hintern. Kopf hoch, Cecil. Du kriegst sie schon wieder. Mach dir keine Sorgen. Da bin ich mir ganz sicher. Wir werden es versuchen. Du wirst an meiner Stelle auf alle aufpassen, ja? Na klar! Okay. Ich liebe dich, du Esel! Du bist Cecil, nicht wahr? Du hast dem Baron Schuld doch ein paar blaue Augen verpasst, hä? Lehn dich ruhig zurück, Kumpel. Und genieß die Reise. Wir machen alles schon. Nun gut. Anker lichten! Ei, ei, Captain! Ei! Viel Glück! Kommt bald wieder! Und so fahren sie ins tiefe, nasse Blau hinaus. Ich hoffe, dass die Mission erfolgreich vorgehen wird. Dass wir Baron infiltrieren können, eventuell sogar ein Luftschiff klauen können. Und vor allem Rosa und die Kristalle zurückerobern können. Was wirst du tun, wenn wir Baron erreichen? Wir müssen Cid, den obersten Luftschiff-Ingenieur Barons, aufsuchen. Er wird uns helfen. Ich hoffe, er ist vertrauenswürdig. Ist dir kalt? Du zitterst ja. Es geht mir gut. Es ist nichts. Ich bin gespannt, wie weit es hier noch geht. Ist übrigens gescriptet, also ich steuere das Boot nicht. Ist auf jeden Fall eine sehr lange Fahrt. Was geht hier vor? Oh nein. Ein Strudel? Der war vorhin nicht da. Oder ist das vielleicht ein Ungeheuer? Potzblitz. Ach du heiliger Hering. Der Herr der Meere. Oh nein. Ist das... Ja, es ist Leviathan. Nein. Ah! Oh nein, Panik, Panik, es ist Leviathan. Panik, Panik, ah, rette dich, wir können. Abdrehen, Leute, abdrehen, wir müssen hier weg. Nein, Panik, 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 ah, Leviathan, ah, ah. Redia. Redia, Young. Oh nein, Edward. Oh nein, was passiert hier? Ah! Hilfe! Der Leviathan! Ah! Wir werden sinken! Ah! Nein! Hä? Wo bin ich? Redia? Edward? Young? Nein, wo sind sie? Wo seid ihr? Ich bin allein. Ich bin hier gestrandet. Aber wo bin ich? Mysidia? Oh, mein.
Ich habe Menschen wie euch nichts zu sagen. Okay. Der Teufelsweg ist in einer anderen Dimension. Angeblich muss man einiges an Vitalität lassen, um ihn zu begehen. Hey, hallo, Kumpel. Frosch! Was? Ah! Er hat mich in einen Frosch verwandelt. Hey, hey, mach mich wieder normal. Hallo, hey, hey! Du, nimm das! Frosch! Ein Glück, ich bin normal. Uah. Menschen tun anderen Menschen weh. Menschen töten andere Menschen. Das ist traurig. Hier in diesem Gebäude beginnt der Teufelsweg, der nach Baron führt. Allerdings ist er seit dem Vorfall geschlossen. Okay. Igitt! Du bist der Dunkelritter von Baron! Ah! Ah! Ich kann dich immer noch sehen. Igitt! Ah! Geh weg! Ah! Hilfe! Okay, ein paar erkennen mich, aber zum Glück noch nicht alle, sonst hätten sie mich schon längst gelüncht. Du wagst es herzukommen? Nee. Du hast keine Ahnung, wie viel Pein und Leid du uns zugefügt hast. Okay, mehrere erkennen mich hier anscheinend. Ich gehe da mal hier rein. Haus der Gebete. Du bist der Junge von vorhin. Wieso bist du zurückgekehrt? Ich heiße Cecil. Ich bin der ehemalige Anführer der Rotschwing. Zuerst hatte ich nicht den Mut, mich dem König zu widersetzen, aber Reue wird die, die du getötet hast, nicht zurückbringen. Ich weiß. Aber ich sehe, dass du dich verändert hast. Vielleicht sollte ich doch anhören, was du zu sagen hast. Ich bekämpfe den Mann namens Golbes. Ihm untersteht zurzeit die Macht in Baron. Golbes nahm eine der unseren gefangen. Aber auf dem Weg zu ihrer Befreiung wurden wir von Leviathan angegriffen. Vielleicht ist dies eine Probe, die du bestehen musst. Aber du verlässt dich zu sehr auf dein dunkles Schwert. Es wird dir jedoch nur die Seele verdunkeln. Wenn du die Helligkeit im Kampf an deiner Seite möchtest, musst du dich zum Berg der Tortur im Osten begeben. Dort erwartet dich vielleicht dein Schicksal. Aber meine Freunde schweben in Gefahr. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Deine Freunde bedeuten dir wohl sehr viel, aber du musst dich in Geduld üben. Du bist ausersehen, große Taten zu verbringen. Du musst den Berg der Tortur besteigen und dein dunkles Schwert in ein Schwert des Lichtes verwandeln. Diejenigen, die das heilige Licht empfangen, werden zu Paladinen. Doch hat mancher schon die Reise gewagt und niemand ist jemals zurückgekehrt. Möchtest du dich dieser Herausforderung stellen? Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das alleine schaffen kann. Das dachte ich mir bereits. Ich werde dir einige Zauberer mitgeben, die dich beschützen und unterstützen werden. Palom! Pohom! Ihr habt uns gerufen? Wo ist Palom? Palom! Kommt schon her! Sofort! Ich kann es nicht glauben, dass ich diesem schmierigen Typen helfen muss. Sei bloß froh, dass dir Mysidias Meisterzauberer Palom helfen wird. Sind das die Zauberer? Ja, dies sind Palom und Pohom. Obwohl sie noch Lehrlinge sind, sollten sie dir helfen können. Ich bin der beste Zauberer von Mysidia. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dir helfe. Palom, ich hoffe, dass du dich auf der Reise auch benehmen wirst. Ich bin Pohom. Es freut mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Palom! Sag hallo! Yo! Hey! Bin hoch erfreut!
Schwarzmagier Palom und Weißmagierin Purum haben sich dir angeschlossen. Jetzt begebt euch zum Berg der Chuchur. Ihr zwei. Ihr müsst Cecil helfen. Wie immer ihr könnt. Okay, gut. Ein Paladin ist diese Antithese, ist die Antithese des Dunkelritters. Also das vollständige Gegenstück. Okay. Du musst gehen und dich erproben. Nur so erkennst du, ob du würdig bist, das heilige Licht zu erhalten. Du bekommst mein Vertrauen erst, wenn du zum Paladin geworden bist. Okay, gut, dann tun wir dies. Dann tun wir dies. Okay. Was habt ihr denn so drauf? Naja, Stufe 10. Okay, gut. Sollte immerhin für das Nötigste reichen. Muss ich euch auch noch ausrüsten oder kommt das später noch? Ich bin nicht wär's. Ja, komm. Nein, 2 reichen. Vielleicht finden wir ja unterwegs auch noch ein bisschen was für euch. Okay. Dann gehen wir jetzt nach Osten. Auch wenn ich eher meine Gefährten bei mir hätte und wüsste, dass sie noch leben. Vor allem gegen Garuda. Okay. Bless. Okay. K.O.-Schlag dank des schwarzen Schwertes, was ich jetzt habe. Exitor. K.O. Nur ein ordentlicher Treffer und dann haben wir kein Problem mehr. Ist schon sehr gut. Ich hoffe, ich laufe hier den richtigen Weg. Immer nach Osten, immer nach Osten. Na gut, dann halt von der anderen Seite. So, nimm das. Okay. Schlimmer sein können. Ja, ich guck trotzdem nochmal auf der Karte. Also brauche ich einmal Sicht. Oh, ich bin hier? Okay. Ich kann mich erinnern, dass wir da oben waren. Geschweige denn im Moment. Pablo ist hier. Nysidia ist hier unten. Gut. Dann haben wir aber eine ordentliche Reise hinter uns gelassen. Möchte ich einmal kurz etwas näher rangehen an das Ganze. Hier muss ich wahrscheinlich hin. Hier ist auch noch ein Ort. Na gut, ich gehe dann einmal zum Ort, sobald ich da bin. Goblins und... Was ist das andere? Was sind das denn für kleine Wesen? Kleine Magier. Okay. Na toll. Dunkelfähigkeit. So. Dann gehen wir mal schnell weiter, bevor der nächste Gegner kommt. Dunkelfähigkeit. Kein Problem.
Oh, Eisra und Schwein erlernt? Engel. Was ist denn Schwein für ein Zauber? Wie Frosch oder was? Ein Hinterhalt. Na gut. Würde ich ja mal gleich Schwein ansehen. Ich hoffe, die Gegner halten was aus. Palo muss auf jeden Fall gerettet werden. Hol mal einen Potion raus. Autsch! Ja, toll. Wer sollte denn wen jetzt retten? Ich zieh weg hier. Fleet! Das war nicht gut. Zum Glück habe ich ein paar Phönixfedern. Wer sollte wen noch unterstützen? Hä? Na egal. Ich werde mir früher oder später schon Schwein ansehen können, denke ich. Moment. Alles mitnehmen. So war das. Berg der Tortur. Okay. Und was ist hier? Ein Garuda. Nee. Ich wollte dich nicht. Oh, noch nicht K.O.? Na sowas. Da helfen wir nach. Okay. Schokobo-Wald. Ah. Hi. Hey. Hallo? Oh, jetzt habe ich gute Laune. Ich aber nur mal gucken. Hier irgendwo soll es auch einen fetten Schokobo geben, oder? Oder muss ich eventuell... Es riecht nach Schokobos. Einmal Gieserkraut. Huch! Auftritt des fetten Schokobos. Und jetzt kann ich meine Items beim Schokobo lagern. Das ist natürlich schon cool. Beispielsweise die heiligen Pfeile. Ich weiß auch gar nicht, ob man das noch braucht. Das denke ich nicht. Ich denke, hier gibt es auch einige Sachen, die man später verkaufen kann. Aber hier kann ich auch später bei dir abholen, ne? Ich finde es interessant, dass der fette Schokobo sein eigenes Thema hat. Ja, okay, gut. Ich würde jetzt gerne den Part beenden, aber es ist noch nicht Zeit dafür. Hey! Wo willst du hin? MP wiederhergestellt. Der weiße Schokobo hat mir die MP wieder vermacht. Okay. Alles klar. Gut. Ja, dann bewege ich mich nun langsam zum Werk der Tortur. Auch wenn es eine ordentliche Tortur sein wird, hier zu überleben. So viel dazu. Lilith ist hier. Hallöchen. Das war jetzt nicht so toll. Oh nein. Jetzt hier weg. So viel dazu. Na toll. Da muss ich mir was einfallen lassen. Moment mal, ihr seid ja eigentlich auch noch in der falschen Position. Wenn ich das mal so sagen darf. So, wartet mal ganz kurz. So, dann seid ihr nämlich zweite Reihe. Und dann seid ihr ein bisschen besser geschützt, finde ich. Vor allem als Magier. Hä?
Also, worauf wartest du? Schon gut, schon gut. Beruhige dich. Ich mach das schon. Eis! Los, weiter. Palom, der Älteste hat uns beigebracht, nicht arrogant zu sein. Bitte entschuldige sein Verhalten. Alles gut. Hauptsache, wir können weiter. Zur gleichen Zeit. Maria. Entschuldigung, Rosa. Wie komme ich immer auf Maria? Komm her. Scamiglion. Scamiglion. Wer bist du? Scamiglion der Erde. Zu euren Diensten. Cecil strebt nach zu viel. Er besteigt in diesem Augenblick den Berg der Tortur. Ich werde ihm seine Flügelchen statt zermessern. Also möchte er ein Paladin werden. Beseitige ihn. Sein Dunkelschwert wird ihm gegen Untote nichts nützen. Ich werde euch seinen Kopf zurückbringen, Meister. Oh nein, das klingt nicht gut. Jetzt wird es wirklich interessant. Findest du nicht keinen? Cecil wird sicher... wird sich vielleicht noch als beachtlicher Gegner erweisen. Vielleicht. Du stellst meine Entscheidung in Frage? Nein, ja, auf keinen Fall. Scamiglor... Okay, ich nenne ihn einfach nur Scam. Wird einer der vier Elementarfürsten. Er wird nicht versagen. Rosa wird auch Zeugin davon werden. Herr, bitte gebt mir noch eine Chance. Statt Skami solltet ihr nicht ihn töten lassen. Bitte. Ich kann das. Sei froh, dass ich dich nach deinem Fehler am Leben lasse. Ja. Cecil. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Da ist noch was. Potion. Die nächsten Gegner. Okay. So. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass die Sprites nahezu identisch sind, bis auf, dass man die Farben der Capes oder der Roben ausgetauscht hat. So kann nicht mal ich sagen, wer jetzt was machen soll oder so. Naja. Wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Solange es auch nur kleine Skelette hier sind. Station 3. Also dritter Stock oder was? Hä? Hier lang. Taylor! Cecil? Was führt dich hierher? Warte mal, du suchst auch nach Meteoriten? Meteoriten? Hä? Du weißt von Meteoriten? Das heißt, du musst Taylor sein. Hey, Oli! Hab ich recht? Sei nicht so ungezogen. Vor dir steht der große Weise selbst. Verzeih. Es ist mir eine Ehre. Wir kommen aus Mysidia, auf Befehl unseres Ältesten. Ja, wir spionieren. Rildmann! Tut mir leid. Wie ich sagte, wir sind Führer für Sir Cecil. Ich heiße Porum. Und das, ja. Und ich bin Palom.
Mysilias erhabenster Magier. Ich habe schon viel von dir gehört. Hm. Kinder aus Mysidia, hm? Cecil, wo sind Redia und Edward? Wir sind auf dem Weg nach Baron von Leviathan angegriffen. Und? Sie sind doch nicht tot, oder? Ich befürchte es. Und zu allem Unglück hat Golbis auch noch Rosa gefangen. Oh. Ich wette, das ist seine Freundin. Sei doch ruhig. Ich dachte, dass du direkt nach Baron zurückgekehrt bist, um Golbis zu konfrontieren. Was machst du hier? Gegen Bösewichte wie Golbis können meine Zauber wenig ausrichten. Ich suche hier nach Meteorit, dem legendären Zauber. Dieser Berg besitzt eine besondere Aura. Ich hoffe, ihn hier zu finden. Aber dieser Zauber ist viel zu gefährlich. Man muss schon sehr stark und jung sein. Als Mann in eurem Alter... Ich gebe zu, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Aber ich werde Golbis bestrafen, auch wenn es mich mein Leben kostet. Mensch, wieso sind Erwachsene bloß so furchtbar dickköpfig? Das verstehst du nicht, weil du noch ein Kind bist. Jetzt sei still! Cecil, du musst noch auf meine Frage antworten. Was machst du hier? Ich kam hierher, um ein Paladin zu werden. Ich kann Golbis nicht mit dem dunklen Schwert besiegen. Außerdem möchte ich dieses vermaledeite Ding nun endlich loswerden. Hm? Wer ist Golbis? Ja, weißt du denn gar nichts? Er ist der Schurke, der Baron kontrolliert. Er ist kein gewöhnlicher Mann, sondern ein mächtiger, bösartiger Zauberer. Hä? Du kamst also hierher, um ein Paladin zu werden. Dann birgt dieser Berg wirklich ein Geheimnis. Ich werde mit dir kommen. Taylor hat sich wieder unserer Gruppe angeschlossen. Endlich. Damit haben wir einen starken, weisen Magier immerhin wieder bei uns. Das beruhigt mich auch ein bisschen. Zumal es immer weiter nach oben geht. Da ist ein Schatz. Okay, immer einmal Dunkelkraft. Dann gucken wir mal, wer als nächstes angreifen darf. Ah, ist doch wieder unfair. Das ist wieder sehr unfair. Schwein wollte ich mal ausprobieren. Hören wir mal auf alle. Verwandle alle in Schweine! Was jetzt? Die Gegner sind hier ganz schön stark. Muss man mal kurz erwähnen. Also ziemlich stark. Feuerzauber. Ja, bringt nicht so viel. Schade, warum? Ohrfeige. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir hauen lieber ab. Ah! Jetzt erst recht. Meine Güte, sind die Monster hier stark. Und ich hatte es noch trainiert und dachte, hey, jetzt komme ich hier klar. Ich will weg. Habe ich irgendwas Das ist doch das Stummzeichen mit der Sprechblase. Aber ich habe nichts für stumm. Das habe ich vergessen zu kaufen. Ja, toll. Ja, dann müssen wir jetzt halt so irgendwie durch. Und hoffen, dass wir nicht nochmal solche fiesen Gegner treffen. Wo kommt
wie komme ich denn da hin? Zu der Truhe da. Ah! Noch mehr Gegner! Schnell weg! Hinterhalt! Ah! Weg hier! Ah! Lauft! Ich glaube, ich kann die Knirpse gleich wieder heilen. Weg hier! Okay, anscheinend ist das auch der richtige... Okay. Jetzt habe ich die Truhe da unten nicht. Gut, die hole ich mir noch schnell und dann beende ich den Part. Wir haben nämlich wieder eine gewisse Länge erreicht. Haben dafür aber wieder einiges geschafft, finde ich. Okay. Wir sind im Angriffsvorteil. Nutzen wir das einfach mal. Eisrahm. Okay. Erfahrungspunkte! Taylor und Cecil sind um eine Stufe höher. Palo und Porum aber auch. Na gut, besser als gar nichts. Ether. Okay. Immerhin. So selbstverständlich ist das jetzt auch nicht. Dann gehen wir jetzt wieder zur Tür, wo wir gerade standen. Und dann beende ich den Part, meine Lieben. Sofern ich den Kampf hier überlebe, jawohl. Okay. Gut. So. Dann Schluss für heute. Danke fürs Zusehen, meine Lieben. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren. Bald wieder einschalten. Bis dann. Tschüss.